Das Projekt, das wir Ihnen hier vorstellen, hat im Grunde genommen gerade erst begonnen. Was wir hier, soweit ich sehe, erstmals ermöglichen, ist ein Blick in ein laufendes Forschungsvorhaben an die mehrere Forschungseinrichtungen und viele unterschiedliche Disziplinen beteiligt sind. Die Ausstellung ist unser gemeinsamer Beitrag zum Karlsjahr. Genau vor 1200 Jahren starb Karl der Große, dem auch Mainz sehr am Herzen lag. Der Weg ist ungefähr 750 Kilometer lang, von Regensburg nach Mainz. Sie brauchen ja feste Stationen, Etappenstationen, wo Sie übernachten können, weil es ist ja mehrtägige, mehrwöchige Reise. Was wurde eigentlich transportiert? Da haben wir natürlich in gewisser Weise ein Problem, weil sich vieles von dem nicht erhält. Beispielsweise das, was in Fässern transportiert wird. Was ist denn Ihre Arbeitshypothese, wie lange überhaupt an dem... Dafür müssten wir wissen, wie viele Leute dort gleichzeitig tätig waren. Und das versuchen wir mit einer Untersuchung des Umlandes auch herauszufinden. Also es ist natürlich immer eine Funktion, wie viele Leute man einsetzt dafür. Klar. Ne? Aber ich meine, wenn es dann gelingt, an zwei oder drei anderen Stellen genau dasselbe Datum zu kriegen oder vielleicht ein anderes, dann bekommt man einen Eindruck davon. Die dendrochronologische Methode haben wir hier vorne dargestellt. Das heißt, hier sehen Sie auch ein Holz, das sind eben tatsächlich 793. Man kann wirklich anhand dieser verschiedenen Spuren, diese verschiedenen Zellen sagen, dass es eben in dem Spätsommer war. An der Stelle, die jetzt gegraben wurde, da war der Kanal wirklich funktionsfähig. Das ist schon mal etwas. Das heißt nicht, dass für die anderen Stellen ist. Ein Scheitelkanal war und dass diese Rohre getreppt gewesen sind.